Denkt ihr, NFTs sind das nächste große Ding? Haben Sie das Top gesehen oder ist das erst der Anfang? NFTs sind, ob sie das nächste große Ding sind, ich weiß nicht, wir erleben hier auf jeden Fall viele Parallelen zu DeFi und zum DeFi-Summer und ich kann nur immer wieder sagen, NFTs lösen den Use Case nicht nur auf der Blockchain, sondern auch in der digitalen Welt, den wir einfach brauchen und der unser Leben einfacher digital macht und physisch einfacher macht. Und es bleibt jetzt einfach abzuwarten, wie die Gesellschaft das annimmt, wie man es implizieren kann und wie praktikabel das letzten Endes ist. Also ich arbeite jeden Tag mit NFTs. Ich finde, es ist ein ganz tolles Thema, das ich nicht nur auf die Kunst beziehen muss. Und NFTs sind schon lange über das Thema Kunst hinausgeschossen, sondern was auch im Gaming eine ganz große Chance hat und eine ganz große Möglichkeit bietet, sowohl für Firmen als auch für Spieler. Und so wird sich das durch viele Bereiche unseres Lebens ziehen. Ob das jetzt das Top ist, ich gehe mal davon aus, wir sind gerade auf einer Hochphase, die es sehr, sehr schwer wird zu überbieten. Aber nach oben ist alles offen. Genauso wie nach unten, muss man immer bedenken. Genau. Also ich sehe es ja eigentlich auch, ihr kennt meine Einstellung grundsätzlich zu NFTs, wenn wir uns jetzt auch mal hier wieder vielleicht so ein bisschen die Zyklen angucken. Ich meine, dieses Bild habt ihr jetzt wahrscheinlich mittlerweile auswendig gelernt, aber es ist so, so treffend einfach aktuell. Wir haben extrem Moneyflow auch gesehen, runter in die tiefste Ebene der Altseason, die sich erstmal in Form auch von NFTs so ein bisschen abgebildet hat. Wir erleben gerade eigentlich eine krasse Abkühlung in dem Bereich, weil eben das Geld jetzt gerade wieder hochwandert zu den größeren Caps, zu den liquideren Assets. Und das ist ja auch immer noch ein Thema im NFT-Bereich. Die Liquidität, auch wenn da mittlerweile viel los ist, ist sie jetzt auch noch nicht so krass gegeben. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass gerade NFTs ja diese Massenadoption noch sehr, sehr viel schneller schaffen können, weil sie einfach nochmal eine breitere Masse anspricht als jetzt nur Bitcoin. Denn ich spreche nicht von Adoption, wenn ich Bitcoin kaufe und nie bewege. Dann habe ich es als digitales Gold adaptiert, aber nicht auch als die Idee des P2P Electronic Cash System, was Bitcoin eigentlich ist. Und das ist auch nochmal ein wesentlich wichtiger Faktor im Bitcoin-Netzwerk selbst. Und von daher braucht es dann eben auch andere Geschichten. Und da sehe ich NFTs und Gaming für mich persönlich halt ganz weit vorne. Deswegen wird das natürlich immer ein Thema hier in dem Kanal sein. Das ist definitiv ein Trend, der wird sich auch die nächsten Jahrzehnte auch weiter ausbreiten, nicht nur im Gaming-Bereich. Also ich kann mir sowas auch gut vorstellen, so auch im klassischen Handel. Also wenn man sich dann dran überlegt, so man hat irgendwelche Gutscheine und Zeugs, also ja, das brauchst du dann auch alles nicht mehr irgendwie so proprietär und fälschbar. Das kannst du dann auch mit NFTs abbilden. Da ist ein großes Potenzial da. Aber wir sind noch ganz, ganz früh am Markt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir da schon so an dem Top sind oder nicht. Das kann ich noch nicht einschätzen. Ja, also zumindest haben wir mal ein lokales Top gesehen. Wenn wir jetzt die aktuelle Korrektur im NFT-Preissegment oder den Preissektor angucken, da geht es gerade ein bisschen bergab, was aber wie gesagt normaler Marktzyklus ist und eben auch immer wieder so funktioniert, weswegen ich auch ganz sicher bin, dass sobald es sich bei Bitcoin ausgetobt wurde, es eben auch automatisch nochmal weiter Richtung Altcoins geht. Ja, da passiert auch was. Polkadot mit den Parachain-Auctions, die anderen Chains. Wir warten immer noch auf Cardano, irgendwelche Anwendungen. Da warten wir, glaube ich, noch ein bisschen länger vielleicht, keine Ahnung. Aber das sind alles Fantasien, wo dann eben auch wieder die Hoffnung ist, hey, hier entsteht ein Netzwerkwert, hier kommen neue Nutzer dazu. Neue Nutzer bedeutet eben, dass dieser Netzwerkwert steigt. Und ich finde, gerade im NFT-Bereich gibt es ja eben explosives, starkes Wachstum, was theoretisch denkbar ist und möglich ist. Und dann auch wieder so ein bisschen für diese Supercycle-Theorie des gesamten Crypto-Space eben spricht, dass eben dann ein Bärenmarkt gar nicht eintritt, weil eben so viel neue Adoption geschaffen wurde, dass dieser Tipping-Point auch überschritten wird. Also sehr, sehr spannend.